Und, wie ist es gelaufen? Peter hatte gerade sein eigenes Büro betreten, als er auch schon die Stimme seines Partners und besten Freundes hörte. Anstrengend, war das Einzige, was er darüber sagen konnte und wollte. Ray stand von seinem Platz auf und tätschelte ihm die Schulter. Es wird sich bessern, ich verspreche es dir. Deinen nächsten Auftrag wirst du so gut erledigen, dass Ben von deinen Fähigkeiten vollends überzeugt sein wird. Er lächelte Peter leicht an, der daraufhin nur nickte. Peter wusste das Gesagte von seinem Freund wirklich zu schätzen. Er war der Einzige, der ihn in diesem Gebäude immer wieder hochzog und aufmunterte. Also, wie lautet der neue Auftrag? Ray und Peter nahmen auf ihrem eigenen Sofa Platz. Es hatte eine Ewigkeit gedauert, bis sie ihren Chef dazu überreden konnten, ein neues Möbelstück in das Büro einzubauen. Doch es war ihnen gelungen, weil Ray der Liebling von Anderson war und der Einzige, der seine Aufträge auch gewissenhaft und pünktlich erledigte. Etwas, was den anderen Mitarbeitern nicht oft genug gelang. Peter zeigte ihm die schwarze Akte und schilderte kurz, worum es in diesem Auftrag ging. Gut, dann lass uns mal loslegen. Ray sprang auf und setzte sich vor seinem Computer, während Peter einen Blick auf die Zeitungsartikel warf. 10. Januar 2010. Neues Mysterium entdeckt. Die Forschergruppe H1 hatte vor 20 Jahren den Auftrag erhalten, den Dschungel Guatemalas auszukundschaften. Nach dem einmonatigen Aufenthalt jedoch kehrten sie nicht wieder nach England zurück. Die Firma, die H1 auf die Reise geschickt hatte, sah es untröstlich einzugestehen, dass kurz nach der Ankunft der Forscher im Forschungsgebiet bereits der Kontakt abgebrochen wurde. Zunächst hatte man dem schwachen Signal die Schuld gegeben, wodurch Kommunikationsmittel wie Handys unbrauchbar geworden sind. Das Ganze wurde sehr stark unter Verschluss gehalten, die Familien der Verschwundenen entschädigt. Um keine Aufmerksamkeit von den Medien zu erhalten, die sicherlich dazu beitragen könnten, die Firma in den Abgrund zu reißen, schickten sie einen weiteren Forschungstrupp ins Zielgebiet. Auf einer nie endenden Suche entdeckten sie schließlich das Einzige, was von H1 übrig geblieben war. Ein Foto. Ein Foto von einem Maya-Tempel. Das Mysterium an dieser ganzen Sache ist jedoch, dass dieser Tempel in keines der Schriften zu finden war, die man noch von den alten Mayas aufbewahren konnte. Es scheint sich um ein sehr verstecktes Gebiet gehandelt zu haben, in dem der Tempel errichtet worden war. Nach diesem Fund durchsuchten die Forscher mithilfe einiger Eingeborener den Dschungel, bis sie von den Ureinwohnern auf einen Mythos gestoßen wurden. Dieser eigenartige Tempel soll sich nur an einem bestimmten Tag des Jahres zeigen, bevor er wieder spurlos verschwindet. Und wenn Menschen zu dem Zeitpunkt in den Tempel eindringen, wo er sichtbar ist und sich dort so lange aufhalten, bis die 24 Stunden um sind, dann verschwinden auch sie. Wie lange wird es dauern, bis die nächsten Forscher verschwinden? Und wie lange kann das Ganze noch vor den Medien unter Verschluss gehalten werden? Wurde hier vielleicht endlich gezeigt, dass wir nicht die einzigen Menschen in diesem Universum sind? Peter gefiel nicht, was er da soeben gelesen hatte. Verschwundene Menschen, ein geheimnisvoller Tempel. Natürlich war es irgendwo auch interessant, aber wie lange würde es wohl dauern, bis auch sie von diesem Tempel verschluckt werden würden? Peter versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken. Stattdessen betrachtete er den nächsten und letzten Artikel. 18. April 2013. Verschollener Maya-Tempel gesichtet. Einige unserer Mystery-Freunde haben sich nach dem letzten Artikel über den geheimnisvollen Tempel auf die Suche begeben. Was sie jedoch sahen, ging ihnen durch Mark und Bein. Die Gruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, sagten zwar aus, dass sie ihn gesehen hatten, zu mehr waren sie allerdings nicht imstande gewesen. Zurzeit befinden sie sich in einer psychiatrischen Klinik, um den Schock zu verdauen, den sie dort erlebt hatten. Natürlich reizt es einen umso mehr, nach Guatemala zu reisen. Jedoch war ich ausdrücklich davor, ihr dürft nicht zulassen, dass mit euch genau dasselbe geschieht. Peter schluckte. Was hatte Anderson ihm dann nur für einen Auftrag erteilt? Er schloss für einen kurzen Moment seine Augen. Vor ihm sah er den Maya-Tempel, so wie er auf dem Foto abgebildet war. In der Ferne hörte er die Forschertruppe, bevor sie mit einem lauten Schrei verstummten. Und mit den Stimmen verschwand auch das Gebäude vor seinem inneren Auge. »Was ist das denn für eine Art zu arbeiten?« Eine Stimme riss Peter aus seinen Träumen. Erschrocken fuhr er zusammen und öffnete seine Augen. »Oh, oh.« »Mr. Sinclair, was erlauben Sie sich eigentlich alles? Wenn ich Sie noch einmal beim Schlafen erwische, wird das bei Anderson gemeldet.« Vor ihm stand ein Mann mittleren Alters, in einem Polunder und einer Krawatte gekleidet. Auf seiner Nase lag eine dicke schwarze Brille. Der Abteilungsleiter. Eine weitere Person, der er sich nicht widersetzen durfte. »Ich habe nicht geschlafen«,
verteidigte er sich. Er war zu sehr in seine Arbeit vertieft, Mr. Stewart, versuchte Ray, ihn in Schutz zu nehmen. Doch sein Abteilungsleiter ließ sich nicht davon überzeugen. Er schüttelte mit dem Kopf und verschränkte seine Arme. »Wir alle wissen, wie Sie arbeiten, Sinclair. Also tun Sie gefälligst etwas mehr, damit Ihr Ruf nicht vollends den Bach untergeht.« »Ach, kommen Sie schon«, bat Ray. »Genau, Stewie«, sagte Peter. »Das heißt Mr. Stewart«, verbesserte der Mann im Polunder und verließ wütend das Büro. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass er auch nicht mehr in Reichweite war, stimmten die beiden in ein Gelächter ein. »Schon traurig, wenn eine Führungsposition von so einem schwachen Marten eingenommen wird«, stieß Ray in seinen Lachpausen aus. »Er hat so eine riesige Angst vor Anderson, er würde sich niemals trauen, einen von uns zu verpfeifen«, fügte Peter hinzu. Ray nickte und beruhigte sich wieder. Er war der Grund, weshalb Peter immer noch in diesem Job festhielt, weil er wusste, dass er nie wieder so einen Freund wie Ray finden würde. Er war der einzige Mensch, der ihn verstand und so mochte, wie er war.